Sag ehrlich, Bruder, ist schon ein bisschen cringe. Ach, haben wir schon angefangen? Okay, ich muss die Dinger wegpacken, Freunde. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Demon Slayer Action heute. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Tierliste schlechthin. Und mit dabei ist Bilal. Guys, heute die Tierliste wird ehrenlos. Bilal und ich sind emotional gebrochen, denn wir haben gerade auf Demon Slayer reagiert auf die letzte Folge und was soll ich euch sagen? Wir haben geweint. Falls ihr die Folge von uns noch nicht gesehen habt, so sieht das Thumbnail hier aus. Das Ganze könnt ihr auf Yuzo finden, Freunde. Auf Yuzo. Katharina, die letzte ist immer gleich. Erste ist Goat. Goat, umgangssprachlich für euch, S+. Das letzte, who the f*** is that guy? Warte, wir schreiben sogar anders. Wir schreiben so, monetarisierbar. Unter Goat ist im sportlichen Bereich MVP. Okay, ist gut, bin ich einverstanden, Zabito. Braucht man nicht, ist gut, weil Hude ist ja mehr oder weniger, kennt man kenn ich nicht so. Ja, ja, so. Dann haben wir in der Mitte. Okay, akzeptiere ich. Akzeptieren. Okay. Ja. Nee, warte, okay müsste D sein. Weil B ist sowas wie geil. Habob. Habob. Wir machen es Habob für unsere Freunde, die wissen, was wir damit meinen und für die anderen. Geil. Nimmt man mit. Nimm mal mit. Ja, ja, ist gut. Nimm mal mit, ist gut. Ist gut. Weil, okay, nehme ich nicht mit, aber nimmt man mit, ist so. Ja, gut. Ja, ist okay. Das sind unsere Rollen hier. Meine Augen sind am Wandern dann. Ich suche eine Person. Wen suchst du? Wo ist mein Sabito? Für mich ist er eigentlich Goat. Ja. Ich gehe aber mit, wenn wir ihn auf MVP packen. Wegen ihm hat Tanjiro den Stein zerschlagen. Er hat das Ding bekommen. Du bekommst den MVP, aber nur, weil du seit Folge 1 mich nervst. Die Leute, die Reactions geguckt haben, Bilal und dieser Mann, die heiraten bald miteinander. Das ist für ihn sein Lieblingscharakter. Dein Lieblingscharakter fass ich nicht an. Weißt du, wer er war? War das nicht einer von denen, der so auf dem Boden abgetaucht ist? Einer von den drei? Warte mal, hat er eine Zahl im Auge? Aber wenn wir beide schon so fragen, ist es ein Hude? Ist das geil? Weißt du noch, als Muzan alle geköpft hat, außer Enmu? Dann gehört er genau dahin. So. Ja, er ist weg. Jetzt habe ich einen wahrscheinlich, die können wir auf okay packen. Okay, hau raus. Die rechte Hand von dieser Ärztin, der unten neben Sende zu. Ja, ich, ja, geh ich mit. Er nervt mich sogar manchmal richtig. Nee, nerven tut er mich nicht. Ich hätte ihn sogar vielleicht, nimmt man mitgenommen. Aber okay finde ich auch noch okay. Aus der Folge 1 Rengoku, also nicht der Film, sondern diese Vorfolge, diese Tochter. Die war jetzt nicht, braucht man nicht, weil das war schon gut, weil man verstanden hat, was Rengoku für ein Mensch ist. Deswegen wäre sie für mich okay. Aber dann finde ich ein bisschen Disrespect ihm gegenüber. Ja, dann kann man auch den auf jeden Fall mitpacken. Würde ich auch so machen, ja, erstmal. Okay, okay, finde ich okay. Erstmal so, weil die ist okay gewesen. Das war so, ja, ist okay. Für mich auch an oberster Stelle Habob, der Trainer von Tanjiro. Urokodaki? Er hat sogar fast MVP-Status verdient, fast, aber Sabito war besser. Für mich einer der krassesten Szenen aller Zeiten, wo er anfängt zu weinen und zu zittern, wo Tanjiro wieder zurückkommt. Das war krass. Ich brauch das. Ich brauch das. Du wirst gleich verstehen, wieso. Zu Ehren deines Freundes, deines MVPs, packe ich ihn dahin. Du meinst, ja, ja, Mr. Tausend Hände, ne? Ist nicht irgendwo noch seine Schwester oder so? Sabito hat eine Schwester. Die können wir nehmen und die finde ich sogar, nimm mal mit. Ja, nimm mal mit. Die war ganz süß. Einige werden mich köpfen dafür. Aber auch nach ganz unten. Auf gleiche Säule. Auf welche? Auf beleidigen? Renkos Vater. Ich gehe auf Vater. Der Typ, seine Söhne geschlagen. Der Typ hat disrespected. Sohn war tot. Er hat erstmal gesagt, ach, ich soll auch noch sterben, der Idiot. Ich sag ehrlich, ich mag den richtig, ne? Ja, ich mag ihn auch vom Design und so. Er war eine ehemalige Säule. Das Coole bei ihm ist, sein Verhalten hat sich ja geändert. Warum hat er geweint? Er hat ja geweint, weil er hat alles verloren und er hat den Sinn nicht mehr gesehen und so. Und dann natürlich, was er gemacht hat, geht gar nicht, fühle ich. Diese Szene, wo er geweint hat, die war für mich fast zu krass. Also die gehört zu den krassesten. Ich weiß nicht wieso, aber es hat mich so auseinandergenommen, wie er diese Sakeflasche runternimmt, die nicht getrunken hat und anfängt zu heulen. Boah, also das hat mich auseinandergenommen. Wurde, du weißt auch, eine gute Tat macht nicht die 99 schlechten Taten unsichtbar. Guck mal, du wolltest die Serie abbrechen, wäre Nezuko gestorben. Was glaubst du, wie es ihm ging? Er hat seine Frau verloren. Scheiße, das Leben. Ach krass, okay. Also das, damit ihr versteht, Megure ist nicht einverstanden damit. Wir können nachher noch drüber reden, die Liste completed, fast completed. Damit bin ich nicht einverstanden, weil er ist nicht ein... Wo würdest du ihn hinpacken? Nein, wir lassen ihn erstmal... Also, okay. Nee, stopp. Ich gehe erstmal... Ich kann nicht mit dir mitgehen. Wir lassen erstmal hier, okay? Vielleicht kriegt er eine extra Kategorie. ja, ich mach's jetzt einfach. Keine Ahnung. Wer ist das, Bruder?
What the fuck? Ja, das stimmt. Ich rede gerade die ganze Zeit. Irgendein Barkeeper oder so. Irgendeiner war es. Keine Ahnung, weiß ich nicht. War das der, den Rengoku gerettet hat? Wenn wir mich schon so fragen, Bruder, auch, aber who the fuck? Ja, meine ich ja. Ja, keine Ahnung. Du bist einfach, ehrlich, ein Nobody. Den, der mit dem Pfeilen, der aus Dings fast ein Tornado gemacht hat aus Tanjiro, auf okay. Ja, der war wirklich okay. Ich wollte gerade auch, braucht man nicht machen, aber den hat man schon gebraucht in der Serie für Tanjiro. Ich habe einen ganz wilden Call. Ich wollte ihn auch. Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach schon. Er ist Abu. Ich weiß nicht wieso. Er ist krass, weil er wäre einer von uns. Ja, ja, safe. Er ist so, Bruder, was passiert hier? Und was ist los mit euch? Überlebt hat. Ja, ja, er ist Abu. Er ist Abu, ich küsse dein Herz. Er ist wirklich Abu. Ich küsse doch dein Herz. Jetzt bring mich einige um. Inosuke, MVP. Ja, doch. Safe. Safe. Geh ich mit. Der ist krass, aber noch nicht Gold-Status. Nein, nein. Aber der ist durch. Deswegen ist er krass. Ja, ja, ja. Ich mag ihn auch. Der ist direkt kontrovers für euch. Direkt. Aber ich mach's. Geh ich mit? 100%. Das ist der beste. Das war bis jetzt der beste Villain. Dämon, ja. Ja, der beste Villain. Gold. Akaza mit den Basketballlinien ist der Gold. Ja, das stimmt. Jetzt hast du mir Akaza versaut. Das hat mir Ruffy letztens gesagt. Ich war so krass. Er hat recht. Enmu? Ja, boah, ich machte den auch nicht. Das war der hässlichste Dämon. Ich würde ihn nicht beleidigen, weil er hatte eigentlich einen krassen Vibe mit Tanjiro, wie er sich immer wieder selber getötet hat. Braucht man nicht. Ja, okay. Braucht man nicht. So. Geh ich mit. Weil das ist schon so eine Kategorie, da... Also er war echt der hässlichste Dämon. Nee, es gibt noch ein paar hässlichere, aber er war schon krass hässlich. Er und der Vater von Rui, der Spinngesicht-Typ. Er auch. Aber der war krass. Ich würde nicht sagen, ich würde sagen, er war okay. Ja, er war. Weil das war so der erste hässliche so, weißt du? War das der erste Dämon, den Tanjiro geköpft hat? Ja, Bruder, der, ich sag ehrlich, braucht man auch nicht. Braucht man nicht. War random. War random. Hatte nicht mal einen Vibe so richtig. Ja, wer ist das? Das ist der Assassine, der mit Rengoku gebettelt hat. Der so super schnell war. Der war heftig. Cool. Der war, ich würde ihn auf okay packen. Ja, ich würde ihn auch auf okay packen. So, wobei ich fand den sogar cooler. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, so gehe ich mit. Ja, guck mal, wir können sie mal nehmen. Das ist ja diese Spielerin, ne? Ich würde sagen, die ist okay. Braucht man wegen der Musik? Die ist okay. Irgendwie ist sie da so. Die hätte einen Nutzen, glaube ich. Ich hab einen Call. Braucht man nicht. Ach, das ist die. Ja, finde ich mein auch. Mein Arm ist gebrochen. Ja, ja, ruhig. Braucht man nicht. Ja, ist egal. Bei braucht man nicht, ich sag ehrlich, ich rank nicht mal. Bei braucht man nicht und ich rank nicht mal. Bei ganz unten ich ranke. Ganz unten ranke ich. So. Oh. Okay. Ich hab einen Call und der Call bezieht sich auf zwei. Tanjiros Mutter. Und Rengokus Mutter. Muss man, wegen Mutterstatus. Wegen Mutterstatus, muss man, das geht nicht. Mutterschutz hier. Ich pack die ganz nach hinten, weil das ist so ein bisschen so, ne? Aber man muss. Beide haben mich zum Heulen gebracht. Tanjiros Mutter mit Nezuko bei Folge 19, wo sie meinte, Nezuko, bitte rette ihn. Und Rengokus Mutter, ich bin stolz auf dich, weg. Ich hab noch einen Call, direkt hinterher. Das ist diese Oma, die Rengoku gerettet hat. Nimm mal mit. Das ist doch die Oma, die Inosuke so liebt. Ach ja, stimmt. Wer war denn die andere Oma? Gibt's noch eine? Ja, hier. Kann sich neben Dings gesellen. Neben der Tochter. Ja, ihre Tochter. So, aber die ist cool. Die nimmt man wirklich mit. Die ist wirklich cool. Das ist die. Nee, nicht sie liebt Inosuke liebt sie. Lass mal ein paar Dämonen hier noch reinzimmern. So, wir haben hier einmal Marius Gavrilis. Weißt du noch? Das war sein Bro oder so. Den hat er doch auseinandergenommen. Braucht man nicht. Ja, weg damit. Oder. Und er hatte noch einen. Er hatte so eine Spinne oder so noch als Kumpel. Wo ist denn der? Der Moment war cool, aber Jungs, wissen wir alle. War okay, ich fand jetzt nicht den krassesten Dämon, aber man hat auch gesehen, dass der neueste Dämon mit den Trommeln da, der sich ähnelt. Er war ein bisschen angelehnt an den, ne? Wir haben ein großes Problem. Wir haben die Familie von Tanjiro und ich sag euch ehrlich, der kleine Bruder hat mich auch gebrochen, ne? Dieser kleine, wie er so gerannt ist und meinte, Tanjiro! Bruder, wie viel hat er verloren? Ich sag doch, ich sag für doch, die Familie, du bist... ist okay. Das ist okay. Genya, ich sag ehrlich, erste Staffel, ich hätte ihn ganz unten gerankt, wie er mit dem Mädchen umgegangen ist. Jetzt MVP. Ja. Jetzt MVP. Hundertprozentig. Er ist bei MVP für mich. Ich sag sogar vor Inosuke. Ich fühle mehr als Inosuke. Ich fand diese Entwicklung und dass er seinem Bruder hinterher rennt und so, das ist krass. Das ist krass, krass. Inosuke, aber irgendwie mit einer besseren Persönlichkeit. Aber ich finde diese Story zwischen Genya und Tsunami ist irgendwie so klein Sasuke, der Itachi irgendwie versucht zu... Ja, weiß nicht, das ist für mich so irgendwie. Er ist auch ein Bruder. Nimmt man mit.
Ja, das ist, das ist der, der, wo er meinte, wo ist eigentlich Shinosuke? Und dann guckt er so hoch und dann so, wo er so hochgeguckt hat. Der war schon cool. Haben die 4 Kinder? Was ging jetzt ab, Digga? Die haben so Rollentausch gefühlt. Hat mich schon eine Schwarzhaarige? Weiß ich, vielleicht liegt ein Rückblick oder so? Warte mal hier, das sind die Blumen. Ich pack die mal alle bei, okay. Weil, also ja, ja. Selbst wenn es unterschiedliche Charaktere sind, Satou kann das ja dann im Schnitt machen. Für die, falls man es nicht gesehen hat, wir sehen hier 4 Charaktere. Falls es stimmen sollte, dann haben Bilal und ich einen Hängen. Weil wir nicht mitbekommen haben, dass es 4 unterschiedliche sind. Weißt du, wo die waren? Die unteren waren bei der Aufnahmeprüfung. Die weine ich ja, aber ich dachte, es wäre die gleiche. Ich auch. Boah, der hat ja gut Kindergeld bekommen, der Bruder. Die 3 hier mitnehmen. Wo ist denn die dritte? Ehrlich, ich weiß nicht wieso. Bei mir irgendwie für die Familie. Findest du, ich wäre gerade, braucht man nicht. Ich finde die voll süß, wie die sich um Tanjiro kümmern und so. Ja, okay, kann man da hinpacken. Kann man für die Familie. Mein Herz würde schon wehtun, wenn die weg sind. Wenn diese sterben und jemand die aufspießen auf ist. Naja, okay, Bruder. Bruder, okay, chill mal. Wenn wir schon bei denen waren, dann lass auch die Main von denen nehmen. Habub ist eigentlich bei Habub ein paar. Ja, so wie er. Die passen zusammen. Ja, genau. So, finde ich auch. Ja. Okay, du machst halt Parship mit dem, aber ist okay. Ist Tinder auf meine Art. Kanao ganz vorne bei Habub packen. Ja, nee, geh ich mit dir. Ist cool. Ja. Habub ist cool. Du merkst, weil es ist immer noch unter Mutter. Ist immer noch unter Mutter. Ja. Er ist Bruder. Wer war er? Er war er ist auch gestorben beim Rengoku-Film. Hat Dings ihn geköpft. Deswegen ist who the fuck, ja, Bruder. Fuck ihn mal. Ja, braucht man nicht, who the fuck, ist egal. Ja, braucht man nicht. Ja. Braucht man nicht. So, lass mal die Familie von Rui mitnehmen jetzt. Nimm mal mit, würde ich auch sagen. Der war ich würde sogar vor der Oma, also weil er wichtig war. Ja. So, ja. Nimm mal mit. Der war für Zenitsu sehr wichtig. Ja, aber Bruder, ich hasse ihn. Ich hasse ihn auch. Aber für Zenitsu war er wichtig. Deswegen würde ich ihn auf okay packen. Mich auch braucht man nicht. Die Mutter war okay, würde ich sagen. Mach hier so hinter. Ich fand die Schwester, ne, die ist doch die so. 31erin. Ach, die Schwester war 31erin, stimmt, so rum war es. Ich würde die ganz unten hinpacken. Ich höre alles. Die Mutter war doch so, ne? Die Mutter war doch so, ne? Ja, das war dieses, ich wurde eigentlich erlöst. Tut mir, die hat mir richtig leid getan, ich schwör's, die wurde geschlagen und so. Für die Familie ganz hinten. Ja, die süß. Für die Familie ganz hinten. Machen wir so. Haben wir die und Familie auch abgeklappert. Ich würde Kanos Schwester, ne, Shinobus Schwester ist das, glaube ich, unter Sanemi? Sie, ja, Mann. Sie. Würde ich auch dein Pack. Boah, die hat mein Herz auch, aber die kommt vor denen hier. Die Handballfrau, Haikyuu-Frau, der war da. Ja, auch bei okay, ja. Ich würde ja auch dein Pack. Ja, hier so, ja. Passt. Ich habe sogar noch einen für die Familie. Ganz unten Tanjiros Vater. Ja, aber ich würde ihn zur Mutter sogar vielleicht packen. MVP. Ja, komm. Wir machen Pärchen. Ja, ja. Wir machen Pärchen. Die beiden haben. Guck mal hier, alle lächeln. Alle lächeln und alle tot. Genau. Die nicht lächeln, leben noch. So, wir gehen weiter. Wer war das hier nochmal? Marius Gravillis, die Leute eingesperrt. Weißt du noch, der Trommeljunge, der mit der Trommel. Und draußen haben die Geschwister doch gewartet und gesagt, unser Bruder ist da drinne. Ja, Bruder, also ehrlich, ja. Braucht man nicht. So. Nein, braucht man nicht. Zenitsus, Sensei auch Habub. Ja, der war cool, der war richtig cool. Ich würde ihn sogar neben Tanjiro Sensei packen. Ja, so auf Respekt, die beiden Sensei. Finde ich auch. So, wir haben noch diesen hier, diesen hässlichen. Der ehrlich, alleine nur wenn ich an dieses denke, ich krieg Gänsehaut. Im Schlaf, Leute, macht man nicht, ist ey. Ach stimmt, und? Er war, er war so einer. Ja. Ja, du hast recht. Und Frauen, die 16 sind. Ach ja, stimmt, Frauen, die 16 sind. Bruder, der braucht eigene Kategorie. An dich erinnere ich mich nicht. Ja, so unbedeutend. An dich ehrlich. Erinnere ich mich. Aber wer waren das nochmal? Die Chefin vom Modell, oder nicht? Ja, Bruder, aber, hier. Boah, braucht man sowieso nicht, ja. Braucht man nicht, keine Ahnung, nächste. Ja, wer war er noch gleich, Bro? Ich sag ehrlich, egal wer er ist, braucht man nicht. Bevor ihr hier uns in den Kommentaren, weil das sind schon so NPCs irgendwie, aber die hier sind schon ein bisschen wichtiger so. Und tatsächlich muss man sagen, von bis jetzt allen Dämonen war halt Rui der Einzige, der irgendwo Relevanz gezeigt hat, natürlich mit Akaza, ne? Ja, true. Ich hab sogar noch was für die Familie. Tengens Side-Hustles. Die eine Chick finde ich sogar Habub. Und zwar sie war das, glaube ich. Die Tanjiro-Chick, ne? Ja, und die anderen beiden sind für die Familie. Die eine ist mir sogar auf die Nerven gegangen. Wer mir sehr ins Herz gewachsen ist, die ist eigentlich Side-Character, sehr ins Herz, die Ärztin. Die Ärztin? Ich würde hinter Tanjiros Mutter packen. Und Dings Mutter. Ja, doch. Ja fühle ich. Die war cool. Die hat richtig Impact gehabt, fühle ich. Ja. Ich sag dir sogar noch einen. Er ist Habub. Ich habe gedacht, vielleicht für die Familie, aber er ist so wichtig für die Familie. Nein, er war zu krass. Er war zu. Ja, vor allem, er hat doch dann auch Tanjiro noch sein Ding, also hier dieses Ding gegeben, dieses Schwert. Ja, stimmt. Ich würde sogar, ehrlich gesagt, Rui ganz vorne immer mit dem packen. Ja, ist wahrscheinlich am wichtigsten aktuell, würde ich auch sagen. Ja. Ich sag ehrlich, bis jetzt, die haben nicht wirklich krassen, also
Die sind klar die Chefs und so, aber ich würde die nicht zu Habub packen. Ich hätte die gepackt eigentlich zu okay, die Mutter. Aber bei dem Mushiro-Rückblick war sie sehr süß. Deswegen hätte ich packen beide zu. Nimmt man mit. Würde ich auch sagen. Nee, ich würde sogar sagen, ja. Hier. Ja, da, genau da. Ja, ja. Und er ist davor. Ja. So, wir kommen. Wer ist das denn? Das ist die, die Tanjiro gerettet hat von dem Knirscher. Pack runter. Digga, dass die die mit eingebaut haben, ist ja geisteskrank. Ist ja krank. Daki als Nicht-Dämonenperle? Das ist diese coole. Weißt du noch, es gab noch eine nette, die die Tanjiro geholfen hat. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Die war, aber die war, die so. Die war wichtiger als ja, die. Ja, ja, so. Ja. Die war okay. Jetzt kommt der Schwertschmied. Der Schwertschmied von... Er, Habub. Bruder, er hat gekämpft wie ein krasser. Er sogar mit der neuesten Staffel, würde ich sagen, so. Ja, Bruder. Er hat gekämpft alles. Für die. Das war krass. Nochmal, Bruder, großen Respekt. Du hast echt... Du bist bei Herz bei der Sache, ehrlich. Du magst deine Arbeit. Vorweg, einfach so. Das, ja, also. Dankeschön. Also, bei aller Liebe zu Akaza, Tanjiro, Bruder. Ja, ja, ja. Mit ja. allem, was du hast, gehörst du da oben hin. Mit allem, was du hast. Ich habe einen Call. Zenitsu? Ganz unten. Nein. Bruder, er nervt mich so heftig. Da, Bruder, Zenitsu, eigentlich auch Goat-Status sogar fast. Ich würde sogar MVP ganz vorne hinpacken. Ich stimme mit ein, aber nur, wenn er Augen zu hat. Ja, aber das macht ja den Charakter so cool, finde ich. Es Lissop mit Sanji. Das ist die schlimmste Kombination. Also, ich finde ihn schon cooler als Inosuke. Ja, das auf jeden Fall, wenn er die Augen zu hat. Allgemein auch, er beschützt immer. Genau, er beschützt Nezuko, er beschützt. Dann hat er sie doch in Mugen Train auch krass beschützt. Er ist schon krass. Ich sag sogar, Genya, wenn er ein bisschen sich Mühe gibt, überholt er ihn. Aber ich würde sagen, so. So. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, die ersten drei Folgen war ja hier unten. Ja, ja, und ganz weit unten. Die ersten drei Folgen war ja da unten. Wir können noch einen direkt machen. Nezuko hinter Tanjiro. Ich überlege die ganze Zeit, ob Nezuko für mich Goat-Status hat. Aber dadurch, weil Charaktere, wenn sie nicht reden, ist super schwer. Die hat sich geopfert und dachte, sie stirbt. Deswegen wäre sie ganz vorne MVP. Du darfst nicht vergessen, wir haben auch noch ein paar Säulen und so. Sie kann ja im Goat-Status nach hinten rutschen, aber Bruder, du musst dir das schon geben. Die hat die blutige Dämonenkunst angewendet, um Tanjiro zu retten. Die hat schon einiges mehr gemacht als Zenitsu. Und als am Ende Tengen Arc, sie hat alle gerettet. Ja, ich weiß auch nicht, aber ja. Ich fühle auf jeden Fall die Punkte, aber... Ja, gehen wir erstmal so mit. Was war mit Muzan, Abi? Eigentlich er ist Goat, aber bis jetzt ist er noch ein dicker... Nein, er ist kein Goat. Er hat bis jetzt nichts gemacht. Er nervt mich. Ich sagte, bis jetzt würde ich ihn ganz unranken. Bis jetzt. Ich finde nur sein Charakter, der ist halt geistkrank. Aber bis jetzt, er ist ein dicker... Er ist wichtig, aber... Bruder, bis jetzt hat er nichts mit uns gemacht. Ja, er ist jetzt nicht so krass. Und er ist auch nicht geil. Dann können wir auch direkt mal die anderen zwei Dämonen mitnehmen. Sie hat mich richtig genervt, ne? Ich wollte sagen, sie ganz unten, ihn weiter oben. Sie? Nita! Ihr Rückblick war halt schlimm. Ganz wilden Call. Sie war okay, würde ich sagen. Mhm. Okay, vorne. Wo? Okay, okay. Ja, vor Enmu, okay, ja. Hört sich jetzt verrückt an. Aber er ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, für die Familie. Ja, ich dachte, wollte auf Gold packen, aber ich verstehe, was du meinst. Er hat alles gemacht, seine Schwester beschützt. Weil, nimmt man mit, wer Disrespect? Nein. Er ist kein Habub, aber er ist schon für die Familie gewesen. Und vor der Mutter auch. Er war ja praktisch das Gegenstück von Tanjiro. Sie war okay, sie ist mir auf die Nerven gegangen, aber er war krass. Vor allem, er hat alles für seine Schwester getan, ne? So, und damit sind wir bei den Säulen angekommen, Freunde. Jetzt werden wir zerrissen. Wir beziehen uns nur auf Anime only. Anime only. Gio bei mir ganz weit vorne. Erster Platz. Ich würde vielleicht eine Kategorie nur machen wegen Vibe, weil er ist zu krass für mich. Aber eigentlich ist es nicht berechtigt, so krass zu sein, ohne bis jetzt zu viel gemacht zu haben. Aber, Bruder, zwei Sachen. Lass niemals sterben, bla bla bla. Er hat gesagt, er stirbt, wenn Nezuko einen Menschen tötet. Er ist einfach krass. Elfte Form, krass. Und er hat das Potenzial in Tanjiro gesehen und war wirklich so gütig und hat sie nicht umgebracht. Weil alle anderen wollten Nezuko sofort umbringen. Aber er hat sich gedacht, nein. Wir können für die Säulen extra Dings machen. Für die Säulen alle, ne? Extra ranken. Dings zwischen MVP und Goat. Der Bruder hat alles gegeben, Bruder. Wir können ihn nicht bei Säulen, packen. Den gebe ich dir 100%. Der ist hier. Ja, den gebe ich dir 100%. Der ist hier, der kämpft da oben. Ja, der hat auch wirklich... Der kämpft da oben. Für mich persönlich sogar wahrscheinlich vor Nezuko, wie er gekämpft hat. Mit Mutter geweint und im Bauch und... Ja, okay gebe ich dir. Theoretisch müssten wir eigentlich ihn zu Hude packen, wir haben noch nichts gesehen. Aber ich packe ihn erstmal einfach nach hinten bei Säulen, weil wir wissen noch nichts. Guys, er muss ganz nach hinten, so oder so. Es tut uns leid. Aber anime-technisch hat er bis jetzt das gemacht.
Ich würde hinter Gio Tokito packen. Character Development, ja. Alles, würde ich mitgehen. Weil sie ist süß, sehr süß. Auch mit Nezuko, voll cool und so. Tokito hat schon krasser gerockt. Ja, safe, safe. Und ich würde direkt hinter Tokito Tengen packen. Ja, true. Tengen war krank, kranker Typ. Aber ich weiß nicht wieso, Muichiro hat mich so mitgenommen. Mit dieser Brudergeschichte und so, das war krass. Ich fand jetzt auf No Hate, ich fand die Tengen, seine Art, seine Fähigkeit gar nicht so krass. Klang, also ja, aber... So, theoretisch müssten wir Obenai auf süß auch nach hinten packen, weil wir wissen noch nichts. Ja, er sieht cool aus. Charakterdesign, ja. Ja, er sieht cool aus, aber erstmal so, weil, tut uns leid, können wir nicht ranken. Bei Sanemi können wir tatsächlich die Backstory mit einbeziehen, ne? Ja, ich würde ihn sogar wahrscheinlich vor Mitsuri packen, hinter Tengen. Aktuell Anime-only würde ich so gehen. Der ist nämlich, also seine Backstory ist geisteskrank. Eigentlich ist sie vor ihm sogar. Ja, eigentlich schon. So, schon sehr, weil sie war... Wolf. Auch mit Tanjiro, wie sie ihm alles erklärt hat und so, das war unnormal wichtig. Wir haben noch unseren kleinen Brudi aus dem Schwertschmiededorf, den kleinen Süßen. Der, ich sag ehrlich, Habob ganz vorne. Habob ganz vorne. Safe. Ja. Geh ich mit. Er war zu. Ja, boah, dieses, Bruder. Wie er die Luft da reingeblasen hat, das war das Heftigste. Der hat einen Stich bekommen, alles, Bruder. Er? Ja, ja, der war der Heftigste. Nein, Habob ganz vorne. Geh ich mit. Und dann haben wir natürlich noch die zwei Upper Moons, ne? Der eine mich unnormal abgefuckt. Der Vase? Hier ganz vorne, Vase. Ja. Ganz vorne. Der hässlichste. Vase hier, ganz vorne bei... Ganz vorne heißt für uns der Größte. Er ist das One Piece von denen. Hantengo könnten wir jetzt folgendermaßen ranken. Wir könnten alle einzeln ranken. Oder ich würde wahrscheinlich als Gesamtbild, weil er war ja schließlich eine Person, weißt du? Ja, aber ich muss sagen, zum Beispiel dieser eine Buddha-Typ. Edel war geisteskrank. Vom Character Design mit am schönsten sogar. Geil. Sogar wahrscheinlich hier so hinter unseren Habub, unseren kleinen Jungen. Und die anderen vier auch... Jogginghose, blau. Und Poseidon. Ja, Poseidon mit diesem. Ja, den auch. Geil. Und die anderen beiden würde ich unten hin. Also hier bei nimmt man mit. Overall, also dieser kleine Nervige, der hat mich unnormal aufgemacht. Der gerannt ist, war lustig. Würde ich auch bei Nimmt man mitmachen. Ja, genau, da würde ich auch hinpacken. Ich meine aber trotzdem sehr... Ist, glaube ich, auch trotzdem Nimmt man mit und nicht geil. Weil dieser Endform, also gegen die Tanjiro am Ende gekämpft hat, ganz am Ende, war jetzt nicht die heftigste. Da war schon Enel der krasseste. Und ich fand auch seine Backstory jetzt nicht geisteskrank. Er war ein Dieb, der dann... Ich bin auch froh, dass wir von der Vase keine Backstory bekommen haben. Er war so wichtig, er hat nicht eine Backstory bekommen. Und dann haben wir nur noch am Ende natürlich... den ersten Typen mit der Sonnenatmung, dann den Achtauge und natürlich den Regenbogenaugen. Yoruichi würde ich wahrscheinlich packen unter Habob, ganz hinten Habob, geil, weil man nicht so viel entdeckt hat. Würde ich auch sagen, Habob ganz hinten. Achtauge, wir haben noch nichts gesehen. Nee, ich finde es auch richtig, also ich finde ihn geil, aber hässlich vom Gesicht. Aber für mich ist er, nimmt man mit bis jetzt, hinter Musan. Ja. So. Und ich finde sogar Regenbogenbruder cooler. Ja, nimmt man mit. Hinter Musan vor Achtauge. Genau. Ja, so gehen wir. Sehe ich auch. Gehe ich genauso mit. Finde ich geil. Das war, glaube ich, alles, ne? Ich glaube, wir haben alle Charaktere. Ich glaube, man kann sich natürlich noch streiten, wie, was, wo, aber. Ich bin zufrieden, weil Sabito auf Dings ist. Wir ranken jetzt ganz schnell auf süß für euch noch. Ganz, ganz schnell, die sollen nach Style, also nach, nach persönlicher Präferenz, Aussehen, Stärke, alles, was wir wollen. 1, Gio. Okay, ist da. 2, Tokito. Ist da. 3, Rengoku. Okay. 4, Obenai. Nee, warte, ich will sogar Obenai vor Rengoku packen. Tengen. Ja. Dann Sanemi. Ja. Gyomei. Ja. Kano... Mitsuri. Ja. Shinobu. Ja, Shinobu mit Mitsuri. Bei mir wäre folgendes. Ich finde Obenai vom Design sehr cool. Gebe ich recht. Hat einen geilen Vibe. Der ist so mit Passion drin, dass er selbst so, weißt du, was ich meine? Der ist durch. Dann Muichiro, Liebe gezeigt. Wow, was ein Typ. Hat mir gefallen. Vor allem sein Design. Er hat ja nicht mehr ernst gemacht. Das war das Krasse bei ihm. Ist krass, ich dachte, bei dir wird Renko auf zweite Stelle stehen. Ich habe den Manga halt sehr lange hergelesen, ne? Muss ich auch an der Stelle sagen. Und Rengoku hat mich damals richtig mitgenommen, weil ich habe damals noch... Ach doch, damals habe ich schon den Manga gelesen gehabt. Aber ich muss sagen, Muichiro hat mir jetzt im Anime, im Nachhinein, mehr Charakter gegeben. Rengoku hatte schon einen Charakter. Er war schon jemand. Er hat uns nur gezeigt, wer er ist.
Ich weiß nicht mehr, was mit Obenai war. Vom Character Design, würde ich sogar wahrscheinlich sagen, er gehört auch zu meinen Favorite. Wahrscheinlich Top 3 vom Aussehen. Aber ich kann Tengen erstmal nicht disrespecten. Tengen mit seiner Backstory, Familie und was auch. Bruder, der hat da mit einer Hand gekämpft und zwei Fingern oder so. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Schaut bei Belal vorbei, schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Auf Yuzu und Yuzu Plus kommen die ganze Zeit Reactions. Ohne Unterbrechung, jede Woche mehrere Stück. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Guys, haut rein und bye!